So, Michael Kuhr. Hallo Michael, genau. Herzlich willkommen. Muss ich jetzt sagen. Herzlich willkommen. Oranienburg? Genau, Oranienburg auf dem Schlossplatz. Richtig. Was machst du hier heute? Zuhören, was mein Traum-Bundeskanzler erzählt, Hans-Georg Maaßen. Okay, super. Lebst du noch in Berlin oder wo lebst du jetzt? Berlin. Immer noch in Berlin? Berlin und Gran Canaria. Und da machst du Werbung? Ich von mitgekriegt für die Werteunion, da kennt man die mehr wie hier in Berlin oder in Deutschland? Also in Gran Canaria kennt man die Werteunion mehr als in Deutschland. In Gran Canaria ist die Werteunion bekannt als die Partei der Zukunft. Okay. Was ist deine Meinung? Wie kann man zur nächsten Bundestagswahl, die nächstes Jahr ja hoffentlich stattfindet, diese Partei noch nach oben bringen irgendwie, noch bekannter machen mit dem, was sie vorhaben? Ganz klar, wir werden komplett ausgebremst von den Medien, wir werden totgeschwiegen. Und um das zu vermeiden, um gegenzusteuern, brauchen wir Sponsoren. Wir brauchen Geld. Nur mit Geld können wir uns auch in Deutschland präsentieren, repräsentieren. Daher hoffen wir auf viele Sponsoren. Ohne Sponsoren wird das nichts, weil, wie gesagt, die Medien uns totschweigen. Und wir sind gut, wir sind sehr gut. Wenn wir euer Parteiprogramm nehmen, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, doch die 12 Punkte habe ich mir schon mal durchgelesen. Was sind die 3 wichtigsten Punkte für dich? Also für mich ganz klar, ich arbeite 42 Jahre in der Sicherheit. Ich möchte wieder die Sicherheit in Deutschland stabilisieren. Die ist komplett destabilisiert, komplett runtergewirtschaftet von dieser Regierung, GroKo und jetzt die Ampelregierung. Ganz fahrlässig, grob fahrlässig, was sie gemacht haben mit unserer Sicherheit, das ist natürlich mein Anliegen. Und dann bin ich natürlich auch dafür, dass wir integrieren, dass wir die Migration in den Griff bekommen. Ja, das heißt, ich bin für Multikulti, aber mit ganz knallharten Regeln. Das heißt, wer hier unsere Menschen bedroht, angreift, absticht, vergewaltigt, der hat sofort das Land zu verlassen. Und wenn es länger dauert, hat er bis zu Zeitpunkt, wo er Deutschland verlassen muss, in Abschiebehaft oder in Sicherungshaft. Das ist mein Anliegen als Sicherheitsexperte. Also wer ihn noch nicht so richtig kennt, der kommt von der Straße, ist ein Mann von der Straße, 6-facher Kickbox-Weltmeister, ist schon ein bisschen her, aber er kommt von der Straße, er kennt alle. Er kennt die Clans, er kennt alle Familien hier in Berlin oder in der Umgebung und er hat mit denen zu tun, deswegen sagt er das nicht umsonst. Wie stehst du zu den Kindern? Weil die Zukunft sind unsere Kinder und Jugendlichen. Was wir mit denen jetzt machen oder die letzten 4,5 Jahre gemacht haben, ist schon schändlich und wir machen jetzt so weiter oder diese Ampelregierung macht mit denen so weiter, schickt irgendwelche Teams in die Schulen, will Staatsbürgerkundeunterricht machen, will eigentlich unsere Geschichte umschreiben. Eigentlich müssen wir sofort stoppen, alles. Also ist für mich eigentlich ganz klar, die ganzen Altparteien, die müssen alle die rote Karte bekommen, ganz klar. Erstmal, dass sie die Sicherheit komplett destabilisiert haben, dass eigentlich wir Russland den Krieg erklärt haben, indirekt durch Baerbock. Und unsere Kinder sind extrem gefährdet worden. Ja, Kindeswohlgefährdung wurde betrieben bei Corona mit Vorsatz. Und dafür müssen die sich alle in Grund und Boden schämen und zurücktreten. Micha, vielen Dank. Wir werden heute sehen, was rauskommt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Deutschland nochmal zuerst. Genau, Deutschland zuerst.